Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf, ich drück mal auf die Play-Taste. Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt Volker Lichte. Volker, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Volker, du bist Experte und wir alle fragen uns jetzt natürlich, was macht der Mann? Ja. Erzähl mal. Ja, was macht der Mann? Ich sag mal, das ergibt sich ja immer aus dem, was man so die letzten Jahre an Erfahrung gemacht hat. Und ich habe da sehr intensiv die Nationalmannschaften betreut im Bereich Fitnessgeräte durch meine Tätigkeit, die ich in dem Bereich hatte. Mhm. Fußballnationalmannschaft, Eishockey, Handball, Basketball aktuell, jetzt demnächst in China. Und ja, da nehme ich so meine Rückschlüsse für meine zweite Firma, Lichte Momente, wo ich das dann halt verknüpfen möchte. So ist meine Absicht, genau. Das heißt, was sind so bei dir die Herausforderungen in deinem Tagesgeschäft? Im Tagesgeschäft geht es eigentlich darum, sich selbst zu managen. Das ist ja auch das, was ich gut kann und was ich auch gerne weitergebe. Mhm. Weil es da geht es ja einfach darum, welche Entscheidung treffe ich, welche Prioritäten setze ich und dann natürlich auch in der Tätigkeit, wenn ich da mit den Mannschaften unterwegs bin oder halt auch das versuche, entsprechend in Social Media Aktivitäten zu verkaufen. Und das halt auch da durch Interviews oder ja, Interviews in schriftlicher Form als auch in dieser Form, wie wir es gerade machen, rüberzubringen. Genau. Es hat ja jede Branche so seine Eigenart, ne? So Künstler sind irgendwie ein anderer Schlag Mensch als jetzt Sportler zum Beispiel. Mhm. Was ist da so das Besondere? Also wo liegen so Befindlichkeiten? Wie schwierig sind die, sagen wir mal, unter uns? Ja, unter uns ist es, sag ich mal, natürlich hast du unterschiedliche Typen auch in den Sportarten, wobei ich aber eher auf das Gleiche hinaus möchte, dass eigentlich alles zusammenhängt mit Sieg und Niederlage. Einfach immer wieder gewinnen und verlieren und wie geht man mit Niederlagen um und was lernt man daraus. Und das sind halt solche Dinge neben der Balance, die ich entscheidend finde. Deswegen auch, ich sehe mich auch als Experte für die Balance, weil ich einfach auch meine, dass man viel aus dem Spitzensport lernen kann. Also wenn ich da nur an Brasilien denke, wo wir da das Campo Bahia im Urwald aufgebaut und eingerichtet haben mit Fitnessgeräten. Das war der Ausgleich zu den Spielen und das ist einfach wichtig und diesen Transfer, den will ich vermitteln. Das heißt, wie arbeitest du konkret? Also du wirst dann von dem Management irgendwie angesprochen und wie geht es dann weiter? Also mit wem kommunizierst du, wie konzipierst du? Erzähl mal, dass ich mir das ein bisschen vorstellen kann. Also das ist natürlich ein Netzwerk, was ich gebildet habe. Ich bin seit 2006 dabei. Seit 2006, seit dem Sommermärchen betreue ich die Fußballnationalmannschaft. Ja. Und das hat sich jetzt fortwährend mit der Firma, wo ich jetzt auch hier tätig bin, Matrix Fitness, so ausgedehnt, dass ich da auch in den anderen Sportarten da aktiv bin. Und das ist eigentlich dann eine konkrete Anfrage von dem Athletiktrainer, der halt auch mein Portfolio kennt oder der genau weiß, was für die Spieler gut ist. Mhm. Und dann richte ich entweder das Hotelraum oder das Fitnesszelt ein. Und ja, das ist einfach dann so meine Aufgabe, bevor das Team kommt, da alles fertig zu haben, das Setup, damit die dann starten können. In der Vorbereitung als auch während des Turniers. Hast du da irgendwie Mitspracherecht oder ist das wirklich so, dass die dir rein sagen, wir brauchen dies, das und jenes und du lieferst? Eher das Zweite, dass die wissen, was sie haben wollen. Mhm. Ich kann natürlich neue Impulse geben. Und es ist eher, sag ich mal, der Vorteil, dass es eher standardisiert ist. Das ist deren großer Vorteil, dass sie wissen, was sie bekommen und danach arbeiten können und da halt auch klar ihren Plan nach ausrichten. Ne? Inwieweit siehst du dich mit dieser Vorbereitung in Sieg und Niederlage involviert? Das ist natürlich das, was auch jetzt gerade die Fitnessbranche, weil da kennt man mich halt schon, immer mit mir dann auch verbindet, wenn wir lange Zeit ja im Fußball zum Beispiel nie den Titel geholt haben, dass du dann mit dem WM-Pokal 2014 in der Hand natürlich schon mal was vorzeigen kannst. Mhm. Also sprich, das war halt schon so ein Weg dahin. Und natürlich verfolgt einen in Brasilien, dann hast du auch Russland erlebt, dann bist du jetzt auch im Hockey drin, die Jungs sind jetzt ausgeschieden leider gegen Belgien, also du verfolgst das ganz anders, um dann halt auch danach möglicherweise eine Aktion zu starten im Social-Media-Bereich oder weitergehende Fotos zu machen und sonstiges. Das heißt, die Story ist dann, entweder geht sie weiter bis zum Finale oder sie ist halt schon relativ früh beendet. Und da steckst du nicht drin und du nimmst es so, wie es ist und machst dann immer das Beste draus, ja. Bist du dann auch dabei? Also ich meine, es ist für jeden Mann doch wahrscheinlich der Traum, irgendwie so eine Fußball-WM, also miterleben, begleiten zu können, wie auch immer. Bleibst du dann wirklich vor Ort und so und nimmst dann danach die Geräte wieder mit oder baust du wirklich irgendwie auf, hast da deine Leute für und bist dann wieder weg? Also ich bin immer wieder dabei, also ganz gezielt
zu spielen in der Vorrunde oder auch dann zum Halbfinale. Meistens bin ich so der Halbfinalgänger. Also ich war in Brasilien bei dem 7:1 dabei. Da bin ich für einen Tag mal nach Brasilien geflogen, weil den Tag vorher war klar, ich kriege ein Ticket. Ich erinnere mich. Ja, da können sich alle dran erinnern. Bin ich dann mit dem Rucksack, kleinen Rucksack auf dem Buckel dann nach Brasilien geflogen. Mhm. Und das war schon ein super Erlebnis, was mich auch geprägt hat. Und was ich halt auch dann immer auch weitergeben möchte, sozusagen machen, einfach Dinge machen. Ne? So, und deswegen ja, ist das mit Sicherheit auch eine starke Message. Ja. Was war so die schönste, außergewöhnlichste, coolste Begegnung, die du in dieser ganzen Zeit jetzt irgendwie hattest? Ich sage mir, es sind ja viele, weil ich ja einfach viele Sportler da erlebt habe. Mhm. Ne? Es ist mit Sicherheit, war man an den Spielern 2006 näher dran. Und was war das erste Mal? So, das erste Mal Schweini und Pauli und so weiter, die Jungs zu sehen, die da immer so die Idole waren, sind es ja heute noch, wobei sie heute jetzt nicht mehr ganz so aktiv sind. Aber so dieses erste Erlebnis bleibt immer natürlich, das bleibt am meisten hängen. Und jetzt ist es so eine Routine, ohne jetzt zu sagen, dass ich es abwerte. Es ist eher so, dass man sich jetzt dann mehr mit dem Team hinter dem Team beschäftigt. Mhm. So, und das ist ja dann auch wieder dann so mein Thema mit meiner Firma Licht im Moment, wo ich halt auch da so diese Rückschlüsse rausziehen will. So entdecke deine Lichtmomente, deine Potenziale. Und das ist ja im Sport nicht anders. Also so die Potenziale zu erkennen, die Stärken, als auch dann, wie sieht das Team aus? Wie ist das Team zusammen aufgebaut? Und diese ganzen Erfahrungen, die bringe ich halt rüber in meine Workshops oder halt dann jetzt demnächst dann auch verstärkt in die Vorträge, die dann kommen. Ja. Mhm. Sind die Spieler während so einer WM, also wenn wir mal bei Fußball bleiben, komplett im Tunnel? Also außerhalb der Spiele gibt es da überhaupt Möglichkeit irgendwie, ich sag mal, sich ganz normal zu unterhalten über dies und jenes? Oder sind die wirklich, um ihr komplettes Potenzial abrufen zu können, komplett die ganze Zeit irgendwie im Spielmodus, sag ich mal? Das ist genau, ist eine gute Frage, weil das ist eigentlich wieder mein Kernthema. Es geht um die Balance. Es geht darum, im Tunnel zu sein und zur rechten Zeit loszulassen. Und ich kann als Beispiel dafür für unzählige Hotels und Trainingslager, die ich verfolgt habe, wirklich das Campo Bahia nennen, ne? Wo man da, sag ich mal, Brasilien da völlig abschalten konnte. Ne? Diese 15 Minuten Fähre, wo man wirklich an nichts anderes gedacht hat. Und das habe ich ja selbst erlebt. So, dann kommst du auf ganz andere Gedanken, du kommst zu dir selbst zurück. Und dieser Wechsel zwischen Tunnel, Fokussierung und Loslassen, das ist eigentlich das, was ich da ja komplett mitgenommen habe und wo ich das auch jedem nur weitergeben möchte. So, komm mal aus deinem Tunnel raus und überleg mal, was kannst du für dich tun. Ne? Spannend, sehr interessant. Volker, ich würde gerne noch mit dir zu unserer Kategorie Fast Lane kommen. Ich stelle eine kurze Frage, du gibst bitte eine kurze Antwort. Okay. Wer oder was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Oh, das ist immer schwierig zu sagen, welche. Das sind ja so Abzweigungen, die man im Leben hatte. So, wo wäre es in eine andere Richtung gegangen? Und da gibt es mit Sicherheit diese Entscheidung jetzt in dem Bereich Vertrieb zu gehen, den ich eingegangen bin vor 20 Jahren, wo ich dann im Bereich Fitnessgeräte vertrieb, sonst wäre ich bei Adidas gelandet, wäre wahrscheinlich heute Sportvermarkter oder wäre sonst wo. Aber ich hätte schon Bock auf was Großes gehabt. Also das, was ich jetzt mache, ist für mich mein Traumjob. Ich kann machen, was ich gut kann. Ich kann mit allen Sportlern zu tun haben, kann meine Rückschlüsse ziehen und kann meine Lebenserfahrung weitergeben. Das ist mega, mega genial. Damit schließen wir. Das sind schöne Schlussworte. Ich danke dir. Sehr gerne. Vielmals wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Volker Lichte war bei mir. Vielen Dank. Okay, sehr gerne. Danke. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.